So viel dazu. Haben wir das schon mal geklärt. So, was können wir am Anfang noch craften? Wir können gleich mal angeln gehen. Und wir können den ganzen anderen Quark craften. Honig mache ich gleich. Erinnert mich dran, falls ich es vergesse. Ich packe mal hier mein Dingsbums zu meinem Dingsbums. Wir gehen schon kurz angeln. Ich mache mal so mit jedem Werkzeug, was wir in der Hand haben. Das machen wir dann gleich mal. So, identifizieren. So, und einmal angeln, bitte. Ich muss halt zweimal angeln. Ich weiß gar nicht, ob er das zweimal hintereinander kann. Ich glaube nicht, wa? Einmal stochern. Putz. Motorik. Perfekt. So. Wir müssen einmal inspizieren. Man kriegt halt am Anfang so viele Quests. Voll gut, wenn man schon alles weiß, natürlich. So. Zweimal den Spitzenstock als Werkzeug benutzen. Haben wir. Perfekt. Jetzt müssen wir wieder Hand wechseln und verändern. So, und dann können wir einmal essen. Kriegt er wieder Wandstrammeln, jawohl. Einmal Krebs gegessen. Oh, den hat er gar nicht aufgegessen. Isst den auf. So, und einmal trinken, um die Gülle wegzumachen. So, Bauchschmerzen. Muss er ein bisschen kraulen, im Uhrzeigersinn bitte. So. Und da ist es behoben. Perfekt. So. Als nächstes craften wir mal hier unsere Salbe. Das ist so krass. Ich bin es doch gewohnt, dass er das halt immer hinkriegt. So. Aber ich muss halt wirklich... Ich muss halt wirklich aufpassen. Ach, wisst ihr, was lustig ist? Ich habe den Ort hier noch gar nicht entdeckt. Aber die Affen lernen in diesem Spielmodus doch langsamer, oder kommt es mir nur so vor? Nö, warum langsamer? Das liegt... Warum? Warum denkst du, dass die... Also, was ist ja ein normaler Spielmodus, nur dass ich halt ein bisschen schwerer angefangen habe, quasi. So, das werden wir gleich zweimal machen. Ich glaube, ich muss fünfmal Paste herstellen. Hand wechseln. Fünfmal muss ich das, glaube ich, machen. Machen wir gleich mal. Dann habe ich es fertig, die Quest. Und auch gut für den Evolutionssprung, denke ich. Zwecks vor der Zeit und so. Bonus. Oder es war die Paste, die ich fünfmal herstellen musste. Das weiß ich nicht mehr. Wir gucken mal. Ist ja schnell gemacht. Ja, Neuronen gingen halt vorher schneller, weil der Affe wahrscheinlich schon ausgepowerter war. Habe ich das jetzt fünfmal gemacht oder war das viermal? Ich habe nicht mitgezählt. Das dürfte jetzt generell fünfmal, definitiv fünfmal sein. Aber ich krieg dafür immer Neuronen, also ist alles in Ordnung. So. Okay, super, dann lassen wir alle noch einmal essen, gleich mal. Gleich mal um die Gang kümmern. Dürfte, glaube ich, Kommunikation geben, oder? Ah, hier lag ja was. So, Hand wechseln und verändern. Das haben wir ja am Anfang gar nicht gemacht hier. Die erstmal geschält. Guck mal, wie lange er auch braucht, bis er die geschält hat. Das ist schon krass. Hand wechseln. Inspizieren. Der Kreis in der Mitte ist auch, glaube ich, kleiner, oder? Für die verfügbaren Neuronen. Also hier, dass das ausgegraut ist, unten rechts, das war, glaube ich, vorher auch schon freigeschaltet bei unserem Hightech-Affen. So, Sinne hat sich auch verändert. So, jetzt müssen wir gucken. Bäm, Alter. Mit diesem Splitter ist halt alles geiler, weil du brauchst nur einmal hauen und fertig. Und wieder eine Quest. Nice. So, du darfst sie einmal essen. Trinken. Sorry. Oh.
Sehr schön. Okay, haben wir das? Die zweite, die knacken wir dann. Wo ist mein. Da. Die knacken wir zu. So. Die knacken wir zu und die geben wir einem anderen Affen. Gibt nämlich Kommunikation, bin ich mir ziemlich sicher. Und trinken müssen wir die nicht. So, hier Detlef. Nimm. Kannst du trinken, Diggi. Trinken. Er will den nicht. Warum will er den denn nicht? Ja gut, dann eben nicht. Dann heben wir die uns auf für schwere Zeiten. So. So, einmal alle essen. Wie, doch, die ist doch auf. Ich habe doch gerade inspiziert. Wenn da jetzt trinken steht, ist sie auf. Ja, die ist auf. Die ist auf, Diggi. Die ist auf. So, als nächstes Halm herstellen. Wo ist denn so ein Blatt? Ich brauche ein Blatt. Beziehungsweise können wir ein paar Neuronen ausgeben. Puff, puff, puff. So. So, okay. Jo, haben wir schon wieder gut. Haben wir schon wieder gut Zeugs dazu gekriegt. Diesmal ist mein Ziel ja, Motorik ein bisschen höher zu kriegen. Die rechte Ecke war ziemlich dürftig beim letzten Mal. Ich weiß nicht, hier du das. Das war, glaube ich, nur, dass ich einen weiteren Punkt markieren kann. Wir machen erstmal das andere: Geschicklichkeit, Handhabung. Musste einen Schluck trinken. Brauchte man da nicht einen Kommunikationsskill, um damit die automatisch Nahrung essen? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist schon wieder so lange her. Na komm, wir haben genug. Machen wir den auch noch voll. Ach, wie schön schnell das geht. So. Jo. Nice. Sind wir schon wieder. Ach, hier unten haben wir noch gar nicht. Halt. So, die Fähigkeit, Klammerlieder zu versammeln. Oh, das ist echt jetzt schon. Dachte, das kommt später. Aber gut. Haben wir jetzt schon. Bringt auf jeden Fall Kommunikation. Bin ziemlich sicher. Gab aber keine Punkte. Okay, krass. Hätte gedacht, dass. Ja, doch, jetzt gab es Neuronen. Weiß nicht, ich teste mal kurz, ob man, wenn man es beendet. Achso, du meinst, ich muss einen Schluck trinken? So, Detlef, guck zu. Trinken. So. Krass, du musst dir das echt zeigen. Was für ein Trottel. Okay. Nächste Quest, die wir machen, ist Honig. Wechsel doch mal. So. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht mehr. Krass. Überleg mal, ich habe das vor einer Woche das erste Mal gespielt und weiß jetzt schon das nicht mehr. Eieiei. Man wird halt doch alt, Leute. Man wird halt doch alt. Oh, ich hab gar nicht mehr Kälteschutz. Dann wird sie wohl gleich bibbern, weil ihr kalt ist. Naja, den Ort habe ich auch noch auf meiner To-Do-List im Kopf gerade. Keine Angst. Aber danke fürs Bescheid sagen. Lass mich nur kurz mal hochboosten. So, gucke. Easy. So. Einmal Honig zum Mitnehmen, bitte. Aufpassen. Wird er wieder gestochen hier. Inspizieren! Auch wieder Neuronen, perfekt. Eintunken. Honig.
Aber ich finde es schade, dass das die anderen Affen nicht machen können. Ich weiß gar nicht, was gab der für einen Boost? Ah, Vergiftung, wa? So, zweimal Bienenstock haben wir auch fertig. Dann, können wir das noch verwenden. Ja, das wusste ich am Anfang auch nicht. Dass du das abziehen kannst vom Stock. Und dich einreibst. Was gab das nochmal für einen Boost? Ah, auch Blutungs-Dingsbums. Machen wir auch gleich zweimal. Ich weiß nicht, ob das eine Quest war oder nicht. Ich glaube, das war tatsächlich eine Quest. Verwende Honig. Doch, das war auf jeden Fall eine Quest. Wenn ich jetzt keine Quest habe, dann auf jeden Fall fünfmal verwenden. Ich glaube, es war zweimal. Yes, zweimal Eigenschaft von Honig durch Anwendung genutzt. Perfekt. Jo, haben wir das auch geklärt. So. Ort noch entdecken. Entdecken. Flup. Ich blende mich jetzt mal nicht aus, Leute. Die Orte, die haben wir ja beim ersten Run schon gesehen. Passt. Wie süß das Baby nach dem Honig greift. Ja, es haben viele gesagt, dass die Animation, wo das Baby so drüber greift, verdeutlichen soll, dass immer wenn du isst, das Baby mit isst. Sonst würde das Baby ja verhungern, wenn du das die ganze Zeit auf dem Arm hast und nur du isst. Finde ich eine coole Erklärung. Lass ich durchgehen. So. Ich weiß nicht, ihr könnt mal entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare oder jetzt in den Livestream-Chat auch. Oh, jetzt kommt der erste Meteor. Okay. Soll ich das immer überspringen, weil wir es schon gesehen haben? Oder soll ich es einfach lassen, immer diese 10 Sekunden, die die Sequenz kommt? Oh, wir haben noch keine 6 Babys. Okay, dann nehme ich mir 2 Babys mit. Ist egal. Nehmen wir 2 Babys mit. So, Meteor ist gelandet. Ich habe einen neuen Hinweis bekommen. Den wusste ich auch noch nicht. Wenn man Babys mit zum Meteor nimmt, bekommt man extra Festigungspunkte. Dann bekommt man extra Festigungspunkte. So, wo jetzt die Base? Kurz orientieren. Hä? Bin gerade raus, Leute. Da ist der Meteor. Ich glaube da, in die Richtung, oder? Hier war das Nest vom Gaukler. Vielleicht können wir den gleich mal zweimal ausweichen. Oder zumindest einmal, der kommt ja dann ewig nicht. Das Ei gleich mehr entdecken. Jetzt hat er schon geschrien, glaube ich. Wo bleibst du? So, Base war da, oder? Ja. Schade, der Gaukler kam nicht, aber egal. Naja, guck mal, wie viel Boosts ich jetzt unten habe und Debuff. Überspringen die Sequenzen. Okay, machen wir. Ich habe das Ei jetzt mal mitgenommen, damit ich das aufgeschlagene Ei noch erkunde. So, einmal trinken bitte. Mal wegmachen den Quark. So. Jetzt wechseln wir den Affen. Nehmen uns die anderen beiden Babys. Bin mal gespannt jetzt. Bin ich auch mal gespannt wie ein Flitzebogen. Und sagt zu dem hier, folg mir. Nehmen mal den Keil mit zum Verteidigen. Eigentlich können wir auch alle mitnehmen. Wir nehmen jetzt mal alle mit. Bringt es bei Erwachsenen gar nichts? Bringt das bei Erwachsenen gar nichts? So, wir werden oben lang gehen, dann dürften die ja eigentlich nicht angegriffen werden. Die gehen ja dann auch oben lang. Warte, wir boosten die kurz gegen Fallschaden. Dann gehen wir zum Meteor. Ich habe jetzt gerade die Alerts aus. Ich mache sie mal wieder an. Aber vielen Dank an Muskelmops fürs Folgen. Herzlich willkommen. Soll ja jeder hier auf seine Kosten kommen. So, Leutchen, ihr müsst essen.
Wo ist denn jetzt hier der andere Affe, der die Babys dabei hat? Wie, der fehlt, oder was? Darf doch nicht fehlen. Hä? Ah, hier ist er. Okay, so. Aktuell haben wir 4 Festigungspunkte. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wenn es klappt, wäre geil. Vielleicht mal ein bisschen hinhören, ob wir da noch irgendwo ein Männchen finden. Wir brauchen eigentlich noch ein Männchen, fehlt uns. So, nun bin ich gespannt, ob es noch geht mit den 6 Punkten. War bei mir vor dem Update. Okay, ich bin gespannt. Wäre cool. Wäre auch irgendwo... Wäre es logisch, weil... die das dann gleich lernen quasi. Oder quasi so als Belohnung, dass man die Babys mit dahin geschleppt hat. Oh ja, der qualmt nicht mehr ganz so doll. Wir sollten uns beeilen. Man muss sich nämlich bei den Meteoren ein bisschen beeilen, weil... der hört auf mit Qualm und dann weißt du nicht mehr, wo er ist. So viel zu oben lang. Da ist er. Kobra. Ganz großen Bogen machen. Kobra vor allem. Boa, meine ich. So, hier ist er. Ah, hier war auch eine Sau, wa? Müssen die Sau auch eigentlich noch töten? Nun ja. Müssen die da irgendwie weg sein, oder? Warte mal, wir können mal die Sau wegscheuchen. Wir müssen einmal noch ausweichen. So, Quest erfüllt, bitte. Danke. Mussten, glaube ich, noch einmal ausweichen, oder? Vor der Sau? Oder habe ich das vorhin schon gemacht? So, Meteor entdeckt. So, haben wir dabei. Haben wir schon mal die Videosequenz, perfekt. Haben wir diese Videosequenz gleich mitgenommen. Kriegt er gleich noch eine rübergebraten. Weil zweimal ausgewichen sind wir schon. Jetzt wäre eigentlich töten dran, aber mit dem Dings könnte das ein bisschen dauern. Mit dem Stein. Okay, Meteor haben wir. Ob wir jetzt, können wir nicht gleich noch das Krokodil entdecken? Da ist es. Wir richten uns mal auf. Gibt nämlich zusätzlich Punkte. Haben wir noch nicht entdeckt. Deswegen. Gut, schalten wir gleich mal frei. Entdecken. Ein Krokofant. Darf ich vorstellen, ein Krokofant. Tatsächlich habe ich die Tiere beim ersten Run nicht entdeckt. Also nicht so. Ich bin immer da irgendwie fast gefressen worden oder so. Da habe ich sie entdeckt. So, wir müssen zweimal ausweichen. Eieiei, kommt mal mit, Affen. Oh, wir könnten ihn aber einschüchtern. Das müsste ja jetzt funktionieren eigentlich. Oder auch nicht. Hey, doch nicht den Affen. Lauf, Äffchen, da hinten. Oh, Diggi. Oh, der hat auch noch die Babys dabei. So, zweimal ausgewichen sind wir. Dann lassen wir uns jetzt einmal verprügeln, oder? Ah, geht mit dem Stock nicht, aber... mit dem...
geht mit einem Stein nicht. Aber gut, wir müssen aufpassen, unser einer Affe blutet. Den werden wir gleich mal verarzten. Und die mal alle wieder nach Hause bringen, ja, sonst. Sonst ich hier Ramba Zamba. Ach scheiße, ich habe meinen Splitter verloren, kann das sein? Hab ich noch was in den Händen? Nee. Also, liegt er hier noch oder ist er weg? Ich weiß gar nicht, ob er denn komplett weg ist oder ob er hier noch liegt. Da liegt er noch, guck mal. Oh, wir können gleich nochmal hier, wenn es zerfleischt wurde. Fleisch. Oh, da ist wieder das Kroko. Ah, ich muss ihn jetzt einmal so angreifen. Kriege ich zwar Schnittwunde. Nee, Knochenbruch, okay. Aber ich will kurz das Fleisch mitnehmen. Muss gucken, der kommt gleich wieder zurück, glaube ich. Mit so vielen Affen ist halt auch ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir das. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Wir hauen erstmal ab von hier. Wir hauen erstmal ab von hier. Da oben ist sogar die rote Pflanze. Ja, lasst mal nach oben gehen, bevor das Krokofantenvieh wiederkommt. Da ist es. Der Krokodok. Oh, jetzt gehen die genau da lang. Oh Mann, die sind doch dumm. Die gehen genau zum Kroko, Alter. Ah, er hat jetzt einen. Okay, warte, ich mach das. Oh, Diggi, nimm den. Komm ja schon, ich komm ja schon. Das ist meins, vor die Maske gematcht bekommen. Okay, jetzt kommt. Komm, wir gehen. So, jetzt ab nach Hause, Leute. Oh, hätten wir noch einen Affe? What? Habt ihr gesehen? Da hätten wir gerade einen Affe. Gehört der schon zu mir, oder? So, jetzt lasst uns das mal kurz hier inspizieren. Das müssen wir auch essen, kriegen wir wieder Magenverstimmung. Deswegen nehme ich das mal mit nach Hause. Da kann ich mich dann in Ruhe saufen. Oder jetzt... Hä, wie kommt denn hier jetzt das Krokodil, Alter? Verarschen? Aber wir könnten es mal einschüchtern. Bedrohen. Obwohl, jetzt kriegt es mich gerade nicht. Ne, das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht. Wir essen mal... Essen wir das? Warte, ich wollte eigentlich hören. Eigentlich wollte ich hören... Oh, grüne Mamba und Krokodil. Das brauchen wir, das Video. Komm, greif nochmal an. Grüne Mamba und Kroko muss doch eigentlich ein Video sein. Das Mamba-Tier ist abgehauen. Schade. Mamba und Kroko müsste eigentlich ein Video sein. Aber eigentlich ist immer so eine Sache. Jetzt habe ich das Fleisch und so verloren. Ich will die Affen essen hier kurz. Fleisch liegt da noch, ich sehe es. Und mein Splitter. Sau. Ist jetzt das Fleisch schon wieder? Da unten. So, jetzt aber ab nach Hause. Am besten hoch auf die Bäume, da kann mir nichts. Da kann mir nichts was. Da ist unser Experte ja wieder mal. Tiki Bay, was geht? Grüße. Ja, zweiter Run. Auf dem Weg zu 100% diesmal, hoffe ich. Aber geht doch alles viel, viel...
viel, viel schneller. Abwärts, natürlich. Geht alles viel, viel schneller abwärts. Du siehst das, es läuft wie immer sehr gut. Okay, in dem Fall humpelt es sich auch sehr gut. Aber passt, es passt. Uns fehlt halt immer noch ein Männchen, leider. Aber Neuronen sind schon wieder voll. Wir haben auch schon wieder eine Menge gelernt. Ja, komm, sie ist müde. Wir müssen auf jeden Fall erstmal eine Nacht schlafen. Aber krass, wie die Jahre ins Land gehen. War es schon zwei? Wir haben eigentlich noch nicht viel gemacht. Also klar, wir haben schon vier Kinder geboren, aber im Endeffekt ist das nicht viel. Ist das hier schon, wenn das noch höher war? Oder ist das hier schon? Erstmal Knochenbruch wegmachen. Oh, guck mal, ihre Energie ist auch schon sehr bescheiden. Wir müssen mal kurz Luft holen hier. Perfekt. So, dann boosten wir uns kurz. Knochenbruch mal wegmachen. So, weiter. Noch höher. Noch höher. Klettern. Ach, komm. So. Ach, hallo Steffi, dich habe ich gar nicht gesehen, sorry. Grüße. Willkommen im Stream. So, ja, du bist müde, jetzt schlaf mir hier bloß nicht auf halber Strecke ein. Wir machen gleich Nickerchen, alles gut. Gleich bis morgen früh durchgeratzt. So. Guck mal, die anderen, die warten jetzt da unten. Die kommen nicht, die können keine Wand klettern. Ich weiß auch nicht warum. Ui, sie muss nach oben. Sie können keine Wand klettern. Die spawnen dann quasi einfach oben. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Ach, wieder zu hoch geklettert. Kletter immer zu hoch. Guck mal, wir müssen da runter eigentlich. So, aber wir sind wieder zu Hause. Oh. Was? Was alarmiert? Warum alarmiert? Habt ihr gesehen, da hinten, wie sie despawned sind? Ist denn der Kopfschmerzaffe noch da? Wahrscheinlich nicht. Der folgt mir schon. Oh, das ist Schlange sogar. Na, Kopfschmerzaffe ist weg. War ich auch klar. Weiß.